So, hallo zusammen. Zwar, ich bin hier am Happinger See. In Rosenheim ist das. Ich bin mit meinem Hund unterwegs. So, mit diesem Köter hier. Und ja, habe mir gedacht, ich nehme einfach mal meine Kamera mit. Und mein Ziel für heute ist es, ein neutrales Bild von der Kleinen zu schießen. Relativ ungünstige Bedingungen heute, weil also wir haben relativ starke Sonne. Ja, ich weiß selber noch nicht, wie es ausgeht. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ja, ich probiere mal, was ich schaffe. Ruby. Ich habe mich für ein Bild im Schatten entschieden, da hier der gelb-weiße Hund vor dem blau-weißen Hintergrund etwas besser rüberkommt. Als erstes passe ich den Weißabgleich an und sorge für eine neutrale Belichtung mit den grundlegenden Helligkeitseinstellungen. Dabei hilft mir das Histogramm. Als nächstes benutze ich die Kalibrierung für passendere Farben. Ich nutze die Gradationskurve für einen präzisen Kontrast und einen ersten Farblook durch die Anpassung in den Farbkanälen. Durch Drücken der Alt-Taste kann ich eine wesentlich präzisere Einstellung der einzelnen Punkte vornehmen. Den Look runde ich durch Anpassung im HSL-Panel ab, was natürlich keine einfache Aufgabe ist, nachdem sich die Töne im Bild sehr ähnlich sind. Durch Objektivkorrekturen beseitige ich Farbsäume rund um den Hund und in den Bäumen und beseitige die Vignettierung, damit ich diese nachher selber wählen kann. Diverse Verlauf- und Radialfilter sorgen für eine passende Motivfokussierung. Dabei wird der Hintergrund entsättigt und ins Bläuliche gezogen und das Motiv wird durch Sättigung, Struktur und Belichtung klarer fokussiert. Auch wenn wir hier von einem Hund sprechen, ist natürlich eine Augenkorrektur hier und da mal nicht verkehrt und sorgt einfach dafür, dass das Gesicht des Hundes etwas mehr Tiefe bekommt. Zum Schluss erfolgt die Finalisierung des Bildes durch das Color Grading und das Schärfen. So, also mit hätten wir es auch für heute schon wieder. Ich würde sagen, zieh soweit erreicht, aber lasst mir natürlich gerne wissen, was ihr von dem Video und von dem finalen Bild haltet. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben und über jedes Abo. Ja, und wünsche bis dahin gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.